Moin YouTube und hallo Freunde des gepflegten Drohnenfluges. Herzlich willkommen zu einem ja lange erwarteten Vlog vielleicht oder zumindest von mir selbst erwartet, dass ich ihn mache. Vielleicht kann sich der ein oder andere an euch erinnern. Mein letzter Vlog ist wirklich lange her und da ging es darum, dass ich ein echtes Problem mit diesem kleinen Teil hatte, dem Controller der Mavic Mini. Der praktisch von mehr oder weniger gut gefüllter Dreiviertelladung auf Null gegangen ist und sich ausgeschaltet hat. Ich wollte das eigentlich kontrollieren und in einem, wie gesagt, dann Folgevlog beschreiben, was da los war. Dann kam das Leben dazwischen und ich muss auch sagen, es fehlte ein bisschen das Vertrauen in das ganze System. Ich hatte das dann tatsächlich ein paar Wochen später noch einmal getestet, musste feststellen, dass es zwar nicht ganz so schlimm war, also der Controller hat nicht einfach abgeschaltet, aber im 10, 20, 30 Sekunden Takt ging der Prozent für Prozent weg, sodass ich nach wenigen Minuten auch wieder mehr oder weniger kurz vor dem Ausstand, bevor er sich dann ausgeschaltet hat, der Controller, habe ich die Drohne jeweils zurückgeholt, Controller neu gestartet, Drohne neu gestartet, dann war der wieder bei 70, 80%. Dann ging das Spiel von vorne los, ging wahnsinnig schnell leer, also man konnte da 5, 6 Minuten fliegen, dann war die Sache vorbei. Hat das Vertrauen in das System ja nicht sonderlich gestärkt. Nichtsdestotrotz hat vielleicht der ein oder andere von euch gesehen, es ist ja neulich ein Video von mir hochgeladen worden, von dem Einlauf der MSC Magnifica, auch hier unten an der Elbe, wo ich euch heute begrüße. Und da bin ich über 20 Minuten, glaube ich, geflogen und war auch richtig weit draußen auf der Elbe und habe mir eigentlich gar nicht viel Gedanken gemacht über den Controller. Ich habe es so ein bisschen vielleicht auch vergessen, muss ich ganz ehrlich sagen, dass das nicht funktioniert hat. Weil als ich flog, war das System wieder so super stabil. Es war so klasse, die Mavic Mini zu fliegen, dass ich auch gar nicht so sehr auf den Controller geguckt habe. Es hat alles funktioniert. Jetzt muss ich dazu sagen, damals bei den Problemen war das Handy nicht ganz voll geladen, sondern war mehr so bei 50, 60% Ladung. Jetzt habe ich, wie gesagt, die MSC Magnifica gefilmt und habe auch noch einen anderen privaten Film gemacht. Da war das Handy knackvoll mehr oder weniger und da hatte ich null Probleme. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es soll einfach mal wieder einen Vlog geben und da geht es natürlich auch heute um die Mavic Mini. Und ja, wenn ich mal so reingucke, dann ist eins meiner Videos mit Abstand das meistgeklickte und da geht es um die Litchi Waypoints. Und insofern sollte es auch heute um die Litchi Waypoints gehen. Und ich habe deswegen bin ich auch hier unten, ich zeige euch mal, anders als in dem letzten Video, wo es ja darum ging, das am PC zu planen, sich vorher anzuschauen, wie mache ich denn das on location? Also eine Litchi Waypoint Mission on location hier unten an der Elbe. Und dafür starten wir jetzt gleich mal die Bildschirmrekorder und ich zeige euch das am Handy. So, das Handy ist gestartet, die Bildschirmaufnahme auch und auch die Litchi App läuft. Ich blende euch das ein. Ihr seht, ich bin nicht mit der Mavic Mini verbunden. Das ist nicht notwendig, um die Waypoints zu setzen und wollen wir Akkukapazität natürlich sparen und die Drohne soll ja auch nicht warm laufen, nur weil sie rumsteht. Deswegen gar nicht erst einschalten brauchen wir nicht. Wir gehen gleich oben links in die Ecke auf FPV, wählen dann den zweiten Punkt Wegpunkt und ihr seht, dann wechselt das Bild auch in die, jetzt habe ich das gemacht, in die Satellitenansicht und das ist dann das Menü für die Wegpunkteerstellung. Man kann jetzt natürlich eine fertige Mission, wie ich das auch damals gezeigt habe, laden, die abgespeichert ist. Das wollen wir jetzt nicht, sondern wir wollen hier on location mal eine schnelle Mission erstellen. Ich mache dazu, setze ich erst einmal den Point of Interest. Ich werde wieder den Leuchtturm, ich zoome hier mal rein, ich werde wieder den Leuchtturm nehmen. So, hier oben rechts. In der zweiten Reihe seht ihr die Icons, die für die Wegpunkte-Mission sind. Da sind Einstellungen, man kann da was sperren und so weiter. Und der zweite Punkt hier, ja, das ist der Point of Interest mit dem Plus. Und wenn ich den anklicke, seht ihr, dann wird der blau. Ich bin jetzt also in dem Modus,
indem man die Wegpunkte, die Points of Interest, Entschuldigung, die Point of Interest setzt. Ich setze den also mit einem einfachen Tipp in den Bildschirm hier drauf. Wenn ich den jetzt noch einmal antippe, dann kommen die Parameter dazu. Der Turm ist ca. 30 Meter hoch, also setze ich mal die Höhe des Point of Interest so auf 25 Meter. Das sollte dann ungefähr hinkommen, dass der gut aufgenommen wird. So, dann schalte ich den Point of Interest Modus aus und bin dann automatisch in dem Modus, dass man Wegpunkte setzt. Und zwar einfach auch durch Tippen in den Bildschirm. Und da seht ihr schon, wird der erste Wegpunkt angezeigt mit der 1, mit der Ausrichtung der Drohne, die bereits, weil es in den Voreinstellungen so gemacht ist, auf den Point of Interest ausgerichtet ist. Hier mit einer Höhe von 45 Metern. Das ist mir ein bisschen zu hoch. Ich tippe also einmal vorsichtig drauf und sage, die Drohne soll nur 30 Meter hoch fliegen. So, dann suchen wir uns, ich mache das mal ein bisschen kleiner, dann suchen wir uns einen zweiten Wegpunkt, ungefähr hier, und den dritten dann über dem Strand. Da möchte ich jetzt aber tatsächlich diese 45 Meter haben. Ich tippe also wieder kurz drauf, setze das Ganze auf 45 Meter Höhe, denn der vierte Wegpunkt, der soll hier hinten jetzt liegen. Und da fliegen wir mehr oder weniger über den Turm drüber. Und wie gesagt, der ist ca. 30 Meter hoch. Wir wollen Sicherheit haben, 45 Meter, das geht rüber. So, jetzt möchte ich aber, dass auf diesem Flug die Drohne ein bisschen die Richtung ändert und hier hinten in den Wald mehr oder weniger reinfilmt. Deswegen setze ich noch einen zweiten Point of Interest einfach irgendwo hier rein. Der ist wieder nur 1 Meter hoch, das wollen wir nicht. Also kurz drauf tippen, das Ganze wieder so auf 25, 30 Meter setzen, ist nicht ganz so wichtig. So, und jetzt soll aber an dem vierten Wegpunkt die Drohne eben auf den zweiten Point of Interest schauen. Wir scrollen das hier also hoch und können da unten einfach Point of Interest 2 eingeben. Und ihr seht, die Drohne zeigt jetzt zu diesem zweiten Wegpunkt. Das ist am Handy natürlich alles nicht ganz so bequem und einfach wie das, nicht ganz so bequem und einfach wie das am PC geht. Aber ihr seht, es geht auch on location im Field draußen. Das ist alles überhaupt kein Problem. Und deswegen will ich es auch bei dieser kurzen Anleitung belassen. Was man alles sonst noch einstellen könnte, auch die Grundeinstellung, das könnt ihr alles eigentlich im ersten Video sehen, denn es ist hier am Handy praktisch nicht anders als am PC. Deswegen speichern wir das Ganze jetzt auch ganz kurz. Ich gehe also hier auf die Diskette und sage dann, wir nennen das Ganze Wittenbergen Herbst. Also der Name ist natürlich im Grunde genommen völlig egal. So, okay. Flug ist gespeichert, wie ihr seht. Damit ist alles gut. Ich kann das jetzt auch in der Liste hier zeigen. Da ist Wittenbergen Herbst. Das heißt, wenn ihr nicht sofort abfliegt oder das Handy jetzt nochmal ausmachen wollt, was auch immer, ihr könnt natürlich die Mission laden. So schnell, so einfach geht das Ganze eben auch am Handy. Das ist also kein Problem. Ich hoffe, das hat euch auch ein bisschen was gezeigt, wie einfach ihr im Feld eine Waypoint-Mission fliegen könnt. Und wir werden diese Mission wahrscheinlich auch gleich abfliegen. Aber ich melde mich gleich nochmal wieder. So, Waypoint-Mission im Kasten. Wie gesagt, das meistgeklickte Video bei mir in den Vlogs. Und das hat mich eigentlich ein bisschen verwundert. Zugegebenermaßen, ich habe mir die Litchi-App damals auch gekauft, weil sie eben die Möglichkeit für die Mavic Mini beinhaltet hat, dass man diese Wegpunktmission macht, und ich habe mir das irgendwie großartig vorgestellt. Muss dazu sagen, als ich die App gekauft habe, war das Feature noch gar nicht freigeschaltet. Nichtsdestotrotz
sind ja auch andere tolle Features drin. Man kann Panoramaaufnahmen machen, man kann die Belichtungssachen besser einstellen, HDR-Aufnahmen machen und so weiter und so weiter. Also man kann viel, viel mehr machen mit der Mavic Mini, mit der Litchi-App. Es lohnt sich also trotzdem, sie zu kaufen. Und ich werde vielleicht auch noch mal das ein oder andere Video zu den anderen Funktionen der Litchi machen. Bei den Wegpunkten hat es mich tatsächlich jetzt ein bisschen irritiert, weil das hört sich alles so toll an. Ich nutze sie aber so gut wie gar nicht. Ich weiß auch gar nicht warum, aber ich nutze sie nicht. Ich fliege die Drohne eigentlich meistens selber, das bringt ja auch Spaß. Aber ich habe diese Mission jetzt hier erstellt, auch aus einem bestimmten Grunde. Denn es sollen jetzt doch mal ein paar mehr Videos wieder in nächster Zeit kommen und ich habe mir ein Projekt überlegt. Ich möchte nämlich ein bisschen dokumentieren, wie sich das Laub jetzt im beginnenden Herbst hier so langsam, aber sicher verfärbt. Vielleicht kann man da mal tolle Bilder irgendwann zusammenschneiden, sehen, wie das eben im Zeitverlauf ist. Und deswegen werde ich die verschiedene Punkte bei mir hier in der Umgebung, wo ein bisschen Laubbäume sind, immer wieder in regelmäßigen Abständen, ich hoffe vielleicht so einmal die Woche, abfliegen. Und damit ich immer die gleiche Route fliege und die sozusagen die gleichen Bilder bekomme, werde ich das eben mit Litchi Waypoints machen. Das ist also hier ein Areal, wo ich das machen werde. Und wie gesagt, ich werde jetzt wahrscheinlich auch gleich runtergehen und dieses erste Video hier aufnehmen. Das ist, wie gesagt, geplant. Ich habe auch noch im Kopf, jetzt gleich und relativ schnell möglichst nachschießen, noch einen Vlog zum Thema Nachtflug. Ich habe tatsächlich mit der Mavic Mini sowas noch nicht gemacht. Die Lowlight-Performance soll ja nicht so gut sein, aber es ist deswegen an der Zeit, so etwas mal auszuprobieren. Und es hat sich ja auch ein bisschen was geändert in den Vorschriften. Aber dazu in dem kommenden, einem der kommenden Vlogs dann mehr. Das soll es für heute gewesen sein. Wenn ich jetzt noch runterfliege und runtergehe und fliege diese Wegpunktmission ab, dann seht ihr natürlich die Bilder am Ende. Ja, wie gesagt, das soll es für heute dann gewesen sein. Kurzer Vlog. Ich hoffe, es hat trotzdem gefallen und ihr konntet ein paar Informationen rausziehen. Danke und bis zum nächsten. Tschüss.